Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept für chinesische gebratene Nudeln wie beim Asiaten zeigen. Bisschen anders, als ihr es vielleicht kennt. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles bereitgestellt, was ich für meine chinesischen gebratenen Nudeln brauche. Natürlich brauchen wir Nudeln. Das sind diese Quick-Cooking-Nudeln, die ihr inzwischen auch im Supermarkt kriegt. Da müsst ihr gar nicht mehr in den Asialaden. Dann brauchen wir Fleisch. Ich habe hier Hühnchen, Hühnerbrust. Die werde ich gleich klein schneiden, ein bisschen mehr als sonst. Genaue Angaben wie immer in der Infobox. Wir werden das Hühnchen gleich ein bisschen marinieren mit Sojasauce und brauchen dann ein bisschen Erdnussöl zum Anbraten. Was kommt noch rein bei mir an Gemüsen? Haben wir hier Sprossen. Ich habe jetzt keine frischen Sprossen bekommen, deswegen habe ich aus dem Glas hier Mungobohnen-Sprossen genommen und gut ausgedrückt. Die gehen auch gut. Dann habe ich hier ein ordentliches Stück Lauch, eine große Möhre, eine Zwiebel und ein Ei. Das brauchen wir klassischerweise. Bei mir kommt zum Schluss noch so ein bisschen Frühlingszwiebel oben drüber, die wir vorher klein schneiden werden. Ich finde, das passt immer ganz gut zur Garnitur. Die Soße weicht auch so ein bisschen ab von dem, was man so standardmäßig nimmt. Zunächst mal brauchen wir auch hier ein bisschen Sojasauce. Wir brauchen ein bisschen Zucker. Und ich habe jetzt hier, weil mir die Standardrezepte meistens nicht würzig genug sind, sondern so ein bisschen latschig finde ich, habe ich jetzt hier Hot Sauce. Ne? Da könnt ihr aber auch eine andere scharfe Soße nehmen. Ihr könnt auch genauso gut Chiliflocken nehmen, was immer ihr mögt zum Schärfen. Ich finde die immer sehr schön, aber vorsichtig, die ist wirklich relativ scharf schon. Wenn ihr es nicht scharf mögt und wenn ihr es so klassisch mögt, dann lasst ihr die natürlich einfach weg. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt hier noch so ein bisschen Sesamöl. Das passt sehr gut. Das werden wir hinterher noch ein bisschen drüber träufeln für die Nase und fürs Aroma. Und falls noch Bedarf ist, natürlich Pfeffer. Wir werden ein wenig pfeffern und Salz. Bin ich vorsichtig, weil zweimal Sojasauce ist schon relativ salzig. Also Salz sehr vorsichtig. Ja, das war's auch. Und dann kann ich mal anfangen mit der Vorbereitung. So, ich erhitze jetzt erstmal ein bisschen Öl im Wok, denn zunächst mal brate ich das Fleisch an. Und das mache ich nur, bis das Fleisch wirklich gerade durch ist. Denn ich möchte es nicht totbraten. Es soll noch weich bleiben. Ihr müsst es übrigens nicht braten. Ihr könnt es auch anders machen. Ihr könnt auch das Fleisch in Salzwasser kochen, ganz kurz, bis es durch ist. Dann ist es noch weicher. Ich finde aber die Bratvariante auch gut. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschieden, es heute so zu machen. So, das reicht schon, das Fleisch ist durch. Ne, ihr seht, das ist schon leicht gebräunt. Mehr will ich gar nicht, dann nehmen wir das Fleisch erstmal raus. So. So, zwischendurch verquirle ich mein Ei. So, jetzt brauchen wir hier gar nichts mehr zu machen, das brauchen wir gar nicht sauber zu machen. Jetzt geben wir unser Ei dazu. Lassen das stocken und jetzt geht es auch wirklich klassisch weiter. So, dann kommen die Zwiebeln schon dazu. Ein
Hier haben wir nochmal einen Hauch Öl dazu. So, jetzt kommt schon Lauch dazu. Und auch die Möhren. So, wir wollen das Gemüse nicht tot braten. Ja, hat jetzt noch Biss, aber es wird ja so langsam weich. Mehr wollen wir nicht. Das heißt, jetzt kann ich meine Nudeln auch wieder dazugeben. Und ihr seht ja schon bei mir ist der Gemüseanteil deutlich höher als sonst, wenn ihr so auf der Straße kauft. Und ich finde das gut. Und jetzt kommt auch das Fleisch dazu wieder. Ganz zum Schluss gebe ich erst die Sprossen dazu, denn die sind schon sehr weich, weil es keine frischen sind, sondern aus dem Glas. Deswegen brauchen die natürlich auch nicht mehr lange. Und jetzt kommen alle anderen Zutaten dazu. Der Zucker, die Sojasauce, die jetzt ein bisschen die Farbe geben soll. Und meine Hot Sauce, wie gesagt, wenn ihr es nicht scharf haben wollt, dann lasst ihr die Hot Sauce natürlich weg. Und jetzt müssen wir noch alles mischen. Und jetzt schmecke ich ab, ob noch Pfeffer, noch Salz rein muss. Ja, geht beides. Ein wenig Salz noch. Ein bisschen Pfeffer. Die Hot Sauce macht das Ganze ja schon ein bisschen scharf. Und mischen wir unsere Nudeln nochmal durch. Und dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Ja, wollen wir mal schauen, ob es geklappt hat. Riechen schon ganz wunderbar. Meine chinesischen Bratnudeln. Und jetzt mache ich es nicht viel mehr. Ich sagte ja schon, ich gebe jetzt noch ein paar Tropfen Sesamöl oben drüber. Das aromatisiert die Nudeln nochmal wundervoll. Das ist aber auch schon alles. Und ein paar Frühlingszwiebeln. Und das war's auch schon. Sie riechen ganz wundervoll. Das Sesamöl riecht man schon. Man schmeckt die Gemüse noch sehr schön. Die sind noch knackig. Die sind noch nicht weich. Noch genau richtig. Die Hot Sauce geht unter in die Nudeln. Also sind nicht scharf, sondern wirklich immer noch mild. Aber haben jetzt wirklich einen guten Geschmack. Wie gesagt, ich mag sie immer nicht, wenn sie so ganz geschmacklos sind. Das Fleisch ist genau richtig. Auch das Einlegen in der Sojasauce hat sich wirklich bewährt. Hat einen tollen Geschmack. Ist noch weich. Ist nicht trocken. Herrlich. Ja, hat geklappt. Meine gebratenen chinesischen Nudeln. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.